Willkommen bei Praxis Camus. Heute möchte ich Sie ein bisschen in die Notfallmedizin entführen. Was ist ein Notfall? Was ist ein medizinischer Notfall? Ein medizinischer Notfall wird dahingehend definiert, dass ein akut eingetretenes Ereignis die Gesundheit und das Leben des Patienten gefährdet. Hierbei können dann Vitalparameter ausgefallen sein oder die Vitalparameter können durch Krankheit, Verletzung, Vergiftung, sonstiges gefährdet sein. Vitalparameter, das ist die Atmung, das Bewusstsein, Kreislauf. Das alles kann dann zu einem, wenn eins dieser Vitalparameter gefährdet ist, dann zu einem medizinischen Notfall und somit dann auch für die Intervention einer Notfallbehandlung führen. Jede Praxis hat eine Notfalltasche, einen Notfallkoffer, sollte sie wenigstens haben, weil es immer wieder vorkommt, egal aus welchem Fachbereich, dass man mit Notfällen konfrontiert wird. Diese Koffer gibt es, oder diese Taschen, es gibt es auch in einer Taschenform, gibt es fertig bestückt zu kaufen. Ich bin jemand, der sich sehr gerne individuell seine Sachen zusammenstellt und diese Taschenkoffer gibt es dann auch leer, die man sich dann individuell nach seinem eigenen Bedarf zusammenstellen kann. Was beinhaltet überhaupt so ein Koffer? Man muss wissen, in einer Notfallsituation sollten alle notwendigen zur Erhaltung des Kreislaufs, zur Stabilisierung oder zur Möglichkeit, jemanden zu beatmen, alle Materialien an einem Ort sein. Dafür sind nämlich diese Taschen dann geeignet. Das ist für die Erstversorgung, bis dann der Rettungsdienst, der Notarzt kommt und der Patient dann in eine Klinik gebracht werden kann. Was braucht man also? Man braucht zum einen, wenn der Kreislauf Probleme macht, braucht man Volumen. Volumen bekommt man ganz einfach über Infusionen. Das heißt, wir haben hier in diesem Koffer zwei große Flaschen mit einer Volumenlösung, die infundiert werden können bei Bedarf. Infundiert wird so etwas nicht über eine Butterfly, die Sie vielleicht kennen, sondern über sogenannte Vinylen oder auch Braunylen gedacht. Der Unterschied zwischen einer Butterfly und dieser Braunyle ist, dass bei der Butterfly wir eine kleine scharfe Stahlnadel haben, die in der Vene bleibt, solange wir eine Infusion oder Injektion machen. Und bei diesen Nadeln ist es so, dass man um diese eigentliche Stahlnadel herum ein kleines Plastikröhrchen hat und man punktiert mit der Stahlnadel, die Spitze schaut aus diesem Röhrchen raus, zieht dann die Stahlnadel zurück und schiebt parallel dieses Plastikröhrchen in die Vene. Kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Krankenhaus, was man dann hier bei der Narkose auf dem Handrücken oder in die Ellenbeuge bekommt. Der elementare Vorteil ist hier, dass wenn dieses Plastikröhrchen liegt, man durch Manipulation hier dran nicht mehr die Vene groß verletzen kann, was bei einer Stahlnadel dann eher passieren kann. Und ich kann natürlich hier dann hinten mein Infusionssystem anschließen und eine Lösung oder auch Medikamente verabreichen. Um einzuschätzen, inwiefern ein Patient jetzt kreislaufstabilisierende Maßnahmen braucht, wie weit er mit seiner Atmung ist, wie die ganze Situation ist, gibt es hier auch ein sogenanntes Diagnostikset dabei. Das ist der klassische Blutdruckmesser, den jeder kennt. Zur Untersuchung und zur Messung des Blutdrucks dazu natürlich ein Stethoskop. Wir haben ein Blutzuckermessgerät, weil es natürlich auch sein kann, dass eventuell im Notfall durch eine Unterzuckerung und auch eine Überzuckerung stattfindet. Und wir haben hier ein Barometer, das heißt also die Sauerstoffsättigung und die Herzfrequenz kann hier drüber gemessen werden, um zu sehen, wenn der Patient über Atemnot klagt, ist es eine objektive Atemnot, die also mit einem Sauerstoffmangel einhergeht, oder ist es subjektiv durch Blockierungen. Das kann man hiermit sehr schön sehen und auch dazu dementsprechend, wenn man einen Überblick über den Herzrhythmus haben will, habe ich hier noch ein kleines mobiles EKG-Gerät mit einem sogenannten Einkanal. Das kennt auch der eine oder andere vielleicht aus dem Krankenhaus, wenn die Elektroden auf die Brust gesetzt und ich kann über diesen Monitor sehen, ob eine Rhythmusstörung vorliegt, ob im Zweifel auch ein Herzinfarkt vorliegt, ein frischer, den man an einer Veränderung der EKG-Kurve sehen kann. Wichtig hierbei ist auch noch, wenn jemand bewusstlos ist oder ich wissen möchte, ob eventuell ein zerebrales Geschehen, also ein Hirngeschehen da ist, hat man immer noch eine Diagnostikleuchte, um einfach sich auch mal die Pupillen anzugucken, wie sie reagieren. Sind sie seitengleich? Ist eine Seite groß? Ist eine Seite kleiner? Das ist also hier oben im Endeffekt der diagnostische Bereich.
Ist der Patient ansprechbar, ist es gut, weil wer reden kann, der atmet auch. Ist der Patient nicht mehr ansprechbar, muss die Atmung überwacht werden, respektive ich muss dafür sorgen, dass der Patient auch weiter atmet und dass er im bewusstlosen Zustand nicht sich die Atemwege verlegt. Und dafür, kennt jeder aus dem Erste-Hilfe-Kurs, kann man den Kopf überstrecken. Aber natürlich ist es dann schwierig, wenn man alleine ist oder den Kopf nur überstreckt, hat man keine weiteren Möglichkeiten mehr. Und hierfür gibt es in diesem Notfallkoffer, damit der der Zungengrund nicht nach hinten rutscht, gibt es hier einen sogenannten Güdeltubus. Dieser Güdeltubus, relativ einfach, kann man sich das vorstellen. Wir haben hier, habe ich mal eine Zeichnung gemacht, wir haben hier die Zunge mit dem Zungengrund. Das, was hier in Blau sieht, ist, das sind im Endeffekt, hier über die Nase wird geatmet und über den Mund atmen wir. Das Gelbe hier ist die Luftröhre. Wenn jetzt dieser Zungengrund, ich lege das jetzt mal so hin, der Patient liegt, er schlafft, ist bewusstlos und der Zungengrund rutscht nach hinten, verschließt er mir die Luftröhre. Und hierfür gibt es dann diesen sogenannten Güdeltubus, der über den Mund eingeführt wird und vielleicht sehen Sie auch, der hat so etwa die Form wie dieser komplette hintere Zungengrund und er hält dann im Endeffekt den Zungengrund oben und dieser Ausgang hier liegt direkt vor der Luftröhre. Und der Patient kann zum einen, wenn er selbstständig noch atmet, hier drüber atmen, über dieses Loch. Im schlimmsten Fall, wenn der Patient nicht mehr atmet, kann man manuell den Patienten durch Einblasen beatmen. Im besten Fall nutzt man dann dafür hier einen sogenannten Ambu-Beutel. Das ist ein Beatmungsbeutel, der immer mir eine vorgegebene Menge an Luft hier rausbläst. Und mit diesem Teil wäre es etwas schwierig und dafür gibt es dann sogenannte Masken, die hier je nach Größe, wir haben da verschiedene Größen, aufgesteckt wird und der Patient, die Maske wird dann, hier ist der Nasenbereich, man sieht es hier oben weiter, Kopf ist dann leicht überstreckt und ich kann den Patienten dann sehr relativ entspannt hier beatmen, bis der Rettungsdienst eingebettet ist. Kann der Patient noch atmen? Und ist der Patient aber trotzdem sauerstoffbedürftig, haben wir hier drinnen eine Atemmaske, die an Sauerstoff, den medizinischen Sauerstoff angeschlossen werden kann und über einen Schlauch bekommt der Patient dann hier über eine Maske genügend Sauerstoff. Man stellt es dann nach dem Bedarf, also nach der Sauerstoffsicherung. Diese Koffer, diese Taschen, die da sind, sind deswegen einfach wichtig, weil man hier sehr, sehr kompakt in einer Notfallsituation alles zusammen hat und sie nicht erst panisch irgendwo eine Infusionsflasche, einen Beatmungsbeutel suchen muss. Wir haben in 20 Jahren diese Tasche nicht häufig, aber schon gelegentlich benutzen müssen. Es kommt immer wieder vor, dass Patienten beispielsweise, der Hausarzt nebenan ist nicht da, sie sehen bei uns noch Licht, kommen mit einem schlechten Zustand, der sich dann hier in der Praxis als akuter medizinischer Notfall dann erklärt oder darstellt, dass hier dann eine Behandlung oder eine Stabilisierung notwendig ist. Wir haben auch draußen eine sehr befahrene Straße, auch da ist es schon vorgekommen bei Verkehrsunfällen, dass man dann hier mit diesem Equipment rausgehen konnte und erstmal eine Erstversorgung machen kann. Jeder von uns hat einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, spätestens diejenigen, die einen Führerschein haben. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, für die Anwendung und auch die Technik, beispielsweise eines Güdeltubus, oder die adäquate Beatmung, Infusionen. Hier ist dann schon eine erweiterte Ausbildung notwendig, die in der Regel aber auch die Therapeuten haben oder auch haben sollten. Ein Notfall, man hoffe, dass er nicht eintritt in der Praxis, ist nicht tagtäglich da, zum Glück, aber er kann jederzeit eintreten und da sollte man einfach gewappnet sein. Dieser Koffer wird alle 6 Monate von mir kontrolliert, es wird geschaut, die Geräte, haben sie alle noch Batterie, sind die Infusionen noch haltbar und wird dann immer wieder kontrolliert, abgehakt und somit weiß ich jedes Mal, wenn ich ihn brauchen sollte, dass dieser Koffer einsatzbereit ist und ja, ich im besten Fall einem Patienten was Gutes tun kann. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bleiben Sie gesund.